brauchen wir gleich für die Wie Bienen. Angegossen. Zack, zack. Einmal raus. Sie hätten kein Recht, beim Frühstück so mit mir zu sprechen. Ach nein. Es ist Vormittag und Sie sind schon betrunken. Danke Ihnen. Doktor, anderen die Schuld für seine eigenen Fehler zu geben, ist, wie Sie selbst wissen, eine Lieblingsangewohnheit des Alkoholikers. Sie benutzen die Religion als Deckmantel, dabei sind Sie die unchristlichste Frau, die mir je begegnet ist. Sie sind eine Teufelin. Eine Teufelin, hören Sie mich? Ich bin sicher, dass Sie jeder hören kann, Doktor. Gespräche zu belauschen ist unhöflich, Mr. Narracott. Aber unter diesen Umständen bin ich froh, dass Sie es mitgehört haben. Okay. Genießen Sie den Wetterumschwung, Miss Brent? Auf dieser Insel gibt es nur zwei Wetterlagen. Düster und etwas weniger düster. Ich nutze dieses etwas weniger düstere Wetter aus. Sie waren ziemlich streng mit Dr. Armstrong. Nicht mehr, als er verdient hat. Ein Wunder nur, dass er in betrunkenem Zustand nicht noch mehr beim Operieren getötet hat, als diese Frau, die Owen erwähnte. Please, hieß sie? Armstrong versuchte, Ihnen beim Frühstück zu helfen. Ich benötige seine Hilfe nicht. Ihre auch nicht. Der Herr wird dich mit seinen Fittichen decken. Dass du weder erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, noch vor den Pfeilen, die des Tages fliegen. Sie sind das nächste logische Opfer, Miss Brent. Ich bin anderer Meinung. Owens Bienenstich könnte vieles bedeuten. Eine meiner Stricknadeln vielleicht. Sogar eine Injektionsnadel. Ich vermute, dass der Doktor welche davon in seiner Tasche hat. Außerdem bin ich überzeugt, dass der Engel des Todes mich übergehen wird. Sonst noch irgendetwas, was von Wichtigkeit sein könnte? Ich kann mich für seine Wichtigkeit nicht verbürgen, aber etwas recht Ärgerliches ist geschehen. Was? Jemand hat meine graue Wolle gestohlen. Alles. Ohne sie werde ich diesen Schal nicht zu Ende stricken können. Danke, Miss Brent. Okay, können wir ihr noch irgendwas geben? Nee, wir können aber was anderes schon mal machen. Das brauchen wir nämlich gleich. Das funktioniert. Gerade so. Zack, 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 zack. Das brauchen wir nachher. So, einmal hier rüber. Dann einmal hier runter. Dann einmal hier lang. Dann einmal auf Shipwreck Island drauf, auf das Ding da oben, den höchsten Punkt der Insel. Zack, zack, zack. Einmal dahin. Nein! Sie schufft! Sie schifft! Ihre Launen sind so wechselhaft wie das Wetter. Halten Sie sich von ihr fern. Ruhig Blut, alter Knabe. Aus irgendeinem Grund scheint die Dame Sie zu bevorzugen. Boah, jetzt ist aber böse. Ich habe sie wohl unterschätzt. Ob Owen das auch hat? Alles in Ordnung, Vera? Ja, alles bestens. Ich weiß nur nicht, wem ich trauen kann. Sie sollten niemanden trauen. Oh, Patrick! War das jetzt böse? Ja, ich meine, ich weiß zwar, dass ich der Mörder, nicht der Mörder bin, aber... So, schauen wir mal, eben kümmern wir uns um die Bienen. Ich weiß zwar gar nicht, was das mit dem Honig bringen soll, aber gut, ich mache es einfach mal. Brennt. So, die Bienen schlafen jetzt oder sind zumindest ziemlich schläfrig. Ja, das mit den Bienen ist ja so tatsächlich. Et voilà. Im Nachhinein liegt es auf der Hand. Wenn Rauchentwicklung ist, denken die Bienen halt, dass es am Brennen ist. Und was sie dann machen ist, den ganzen Honig sowas von schnell auffressen, dass sie dann halt so, oh, ich bin so schläfrig, ich will mich nicht bewegen. Ja, das ist es halt. Einmal rüber. Ich muss jetzt einmal zu dem Dickicht zurück.
ich glaube, das war hier oben lang. Zack, zack. Einmal hier rum. Einmal dahin zurück. Einmal hier lang. Oh, wie spät haben wir es eigentlich gerade? Mal gucken. Oh, 2:05. Okay. Ach ja, ich glaube, jetzt war es hier lang. Entschuldigung. Wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Ich weiß das nicht. Ach, super. Super! Oh, jetzt habe ich mich verlaufen. Nein! Also, einmal hier lang. Einmal hier lang. Wo war das denn? Und weiter hier lang. Dum, 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 dum. Was sieht hier richtiger aus? Ich glaube, dann war das hier unten. Jawohl, hier bin ich richtig. Apfelmost. Ich weiß gar nicht, hätte ich da vielleicht auch den Honig jetzt drauf geben können? Wie schnell die das wegfressen, das ist unglaublich. Und wie brav die jetzt auch wieder zurückgehen. Sie haben sich durch das Dickicht gefressen. Mitsamt Dornen. Nein. Ah, hier sind wir an einem Strand. So, das brauchen wir. Ich glaube, ich sehe eine blinkende rote Lampe in der Ferne. Aber ich bin mir nicht sicher. So, einmal das Metallfernrohr benutzen und dann einmal luren. Hui! A pirate I was meant to be. Oh. Guck mal, da eine Boje. Mit so einem Kasten dran. So, wieder zurück. Richtung Haus. Oh, dass ich nicht einfach eine Taste drücken kann wie H für Haus. Boah. Ich überlege gerade, war das jetzt hier um kürzer? Ach, ich weiß es nicht. Ich gehe einfach den Weg zurück. Hopp, hopp. Auf you, Pop. So, jetzt sind wir an dem Felsen. Müssen wir in die Richtung weiter. Dann in die Richtung weiter. Dann in die Richtung weiter. Und dann in die Richtung weiter. Und dann sind wir gleich wieder bei der komischen Mrs. Dingenskirchen. Und dann müsste sie wahrscheinlich auch gleich nochmal unseren Fallschirm fällig haben, ne? Die arbeitet da ja schon eine ganze Weile dran. Da ist er. Rede ich erstmal mit der. Ich glaube, er ist nicht nach einem Gespräch. So, komm. Angelschnur? Ja, die wäre stark genug, um die seidenen Laken zusammenzunähen. Wie geht es mit dem Fallschirm voran? Wenn er fertig ist, sage ich Bescheid, Mr. Narrowcott. Das wäre alles, Miss Brent. Vielen Dank. Jetzt müssen wir, glaube ich, nochmal hoch. Genau, jetzt müssen wir zum Doc nochmal ins Zimmer. Und einmal luren. Luren, was er da macht. Und kippt ja rein, das Zeug. Gehen Sie bitte weg. Ich will niemanden sprechen. Okay. Ich glaube, dann haben wir jetzt auch alles. Glaube ich. Das müsste erstmal alles sein, dann können wir die jetzt hier ansprechen, dann müsste der jetzt fertig sein. Wie geht es mit dem Fallschirm voran? Er ist fertig, Mr. Narrowcott. Schönen Tag noch, Miss Brent. Alles klar, also einmal. Dann brauchen
brauchten wir jetzt das, glaube ich. Das jetzt. Die vertragen sich nicht. Nein, da fehlt noch was. Was fehlte denn da noch? Das? Ausgezeichnet. Wie angegossen. So, müssen wir jetzt nicht noch Philipp Lombard suchen? Ich glaube ja. Ich muss mal kurz was nachgucken. Moment.